This could be us. So back to what I was saying. This could be us. Ja, herzlich willkommen, Leute, zum dritten Turniertag der Woche. Buff Booster, 4 Sterne, kein Blau. Mein erster Gegner. Wir haben hier 3 Doppelbreaks, 3x Colon. Ja. Rot brauchen wir nicht, wir haben einiges an Gelb. Ich würde mal sogar sagen, wir fangen mal mit Gelb an. Dann können wir Lila spielen, dann haben wir wenigstens eine Viererreihe in Gelb oder aber 2 weitere Dreierreihen. Dann nehmen wir natürlich die 2 Dreierreihen, ne? Sind ja dann mehr Steine. Dann können wir noch einmal im Verand spielen. Und dann können wir mit Waddle schon anfangen. So, dann spielen wir Lila, das killt ihn nicht. Okay, er hat Mindless Attack weitergegeben. Das ist natürlich gut. Buffs sind ab. Wir können hier Gelb spielen mit der Option, dass Gelb vielleicht sogar nachkommt. Ist auch passiert. Oh, wir haben sogar einen Diamanten. Dann können wir die rechte Seite silenzen. Anastasia am zweiten Charge. Wir können den Mindless Attack erstmal ignorieren. Weil wir so viele gelbe Steine haben, dass wir Waddles eh direkt wieder ready haben. So, dann spielen wir in der Mitte erstmal weiter. Mit Waddles gehen wir auf Sturmfang. Wir benutzen den gelben Diamanten. Dann haben wir Anastasia wieder im zweiten Charge. Und dann war es das auch erstmal, würde ich mal sagen. So. Okay. Ja, weiter geht's. Cyprian als Tank, das bedeutet sowieso, dass ich Lee Xiu mitnehmen muss. Ich bin auf Jinx angewiesen. Wir haben eine Viererreihe. Die werden wir noch nicht spielen. Wir fangen erstmal mit Lila an, gucken, was da passiert. Okay. Jetzt spielen wir Gelb. Wir haben Lila. Er wird jetzt gleich auslösen. Dann werde ich erstmal noch Lila spielen. So, dann ziehen wir Gelb weiter hoch. Dann können wir jetzt gleich die Buffs dispellen. So. Okay, wir haben immer noch nicht Lila zusammen. Das ist nicht gut. Das gefällt mir nicht, das sage ich ganz ehrlich. Er löst wieder aus. Ich muss jetzt grün spielen, dann hätte ich ein gelbes Match. Wir werden hier Anastasia definitiv benutzen, weil hier eine Kaskade entsteht. Okay, wir haben Silence. Colin löst leider aus. Ja. Lila haben wir dennoch nicht. Ich brauche hier wieder Jinx. Jetzt kann ich Gelb nicht spielen. So, nice. Jinx ist geprockt. Die sind im Silence. Waddles löst gleich aus. Kriege ich hier irgendwie ein lila Match zustande? Ja, wenn ich blau spiele, wie vorgeschlagen. Dann behalten wir Waddles mal eben. Wir haben eine Auto-Attacke. Ja, das müssen wir überleben. Ja, das war klar, dass er jetzt überlebt, ne? Wir gehen mit Waddles schon mal auf Waddles. Spielen Lila. Okay, Anastasia ist down. Das ist nicht ganz so schlimm. Das ist nicht ganz so schlimm. Gut. Wir müssen jetzt Waddles mal eben ignorieren.
Wir spielen blau, das geht in gelb. Das wird, glaube ich, noch nicht reichen. Mal gucken. Da er einen Doppelbreak hat. Okay, ich habe den Crit. Hat ihn umgehauen. Sehr gut. So, jetzt gucken wir, wo Mindless Attack hinschiftet. Am besten wäre natürlich auf Catmon jetzt. Sehr gut. Perfekt. Perfekt. Okay. Damit haben wir uns eine Attacke erspart. Ich kann wieder gelb spielen. Ich habe ein weiteres gelbes Match, was mir natürlich nicht gefällt ist. Es geht in Colon rein. Aber das nehmen wir auf jeden Fall in Kauf. Denn er macht jetzt sowieso gar nichts. Li Xiu, warten wir mal eben kurz. Wir spielen hier lila. Also Shifted Mindless Attack. Okay, wieder auf Catmon, das ist in Ordnung. Da können wir aber nicht reinspielen. Das bedeutet, wir müssen unseren Silence gleich auf die linke Seite setzen. Ah, das werden wir auch machen. Wir werden dann grün spielen, dann haben wir ein lila Match. Er soll jetzt nicht mehr heilen. Auf gar keinen Fall. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Zwei Züge, ja gut. Wir spielen hier lila. So, damit ist Sturmfang weg. Wir heilen hier. Reflect warten wir erstmal ab, weil wir nicht wissen, wo Shifting Mindless Attack hingeht. Nämlich nirgends. Mein nächster Zug. Ah, warte mal. Herr Dispel nämlich, ne? Yep. Deswegen darf ich Kitty noch nicht spielen. Aber das ist nicht weiter tragisch. Dann spielen wir einfach blau. Wir lassen ihn auslösen. Boah, Alter, harter Hit. Die Doppelbreaks. Okay. So, jetzt kann sich Waddles selber in den Arsch treten. Wir reflektieren jetzt Mindless Attack. Ja, musste das sein, Alter, auf den Schwächsten? Krass. Aber gut. Noch sind wir hier nicht durch. Ja, das ist jetzt natürlich echt bitter wieder. Ich spiele hier in die Ecke rein. Wieder, Alter! What the fuck? Alter! Ja, nee, da sag ich nicht zu, ey. Da sag ich nicht. Ein Minion! Ein Minion und dieses Minion, 4-1, Alter, dass er auf Waddles geht. Und wo geht er hin? Waddles. Alles klar. Oh, boy. Ja, gut. Wir spielen jetzt hier gelb. Und dann gehen wir auf Colon. Nun lass die Ente doch in Ruhe. Krass, ey. Alle Hits gehen auf Waddles, Alter. Alter, das glaubt auch hier wieder keiner. Okay, wie lange haben wir Reflect aktiv? Ein Zug nur noch. Okay, dann kommt deren Waddles. Ja, was bedeutet Silence of Waddles? Sonst können wir gleich gar nichts mehr machen. Dann ziehen wir lila weiter zusammen. Und es geht weiter auf Waddles. Was zum Teufel? Hey, kannst du mir doch nicht erzählen, Alter. 6 Hits hintereinander? Junge, ey. Ja, jetzt hat's aufgehört, okay. Gut, jetzt löst leider Waddles trotzdem aus. Ah, das ist natürlich scheiße jetzt. Naja, gucken wir mal. Gucken wir mal, was passiert. Ich habe mir die lila Steine jetzt extra aufgehoben. Und es geht wieder auf Waddles, Alter. Och Gott, ey. Jetzt muss ich mit einem Damage-Dealer, ernsthaft?
Nee, wir warten hier mit Sigurd. Die Zeit rennt halt jetzt runter und ich werde es nicht schaffen, wahrscheinlich. So, wir haben hier gelb. Halt an. Danke. Buffs ab. Tierbreak. Yay. Okay, Silence of Wardles. Wir spielen lila, das geht in gelb. Jetzt machen wir mehr Schaden. Wenn wir gelb zusammenbekommen, lösen die nicht mehr aus und wir machen das Match zu Ende, würde ich mal sagen. Lila. Ah, jetzt hauen die natürlich rein, ne? Ja. Wir haben hier noch gelb. Wardles ist gleich down, Alter. Daran soll es nicht liegen. Die Zeit rennt mir so ein bisschen davon. Lila, sehr schön. Hau ihn weg da. Ach, Junge, Alter, muss das wieder sein? Weg mit Grün, 1 Minute. Wir brauchen Gelb. Da ist Gelb. Der ist down. Der ist down. Na? Oh boy, Alter. Wenn das so obvious ist, na, ne? Ohne Spaß, ey. Aber gut. Ja, wenn die Leute nur sowas aufstellen wie Virat und Cyprian, was ja verständlich ist, werde ich weiter mit Lee Xiu spielen. Ganz klar. Okay. Was können wir hier machen? Wir haben ein gelbes Match ganz oben. Das würde sogar dann in Lila gehen. Wir würden den gelben Stein weiter hochziehen, hätten ein weiteres gelbes Match in Rigard. Das klingt doch schon mal sehr gut. Okay, gelb ist sogar nachgekommen. Habe ich ein gratis Match bekommen, alles klar. Wir spielen hier gelb, bevor Versand auslöst. Anastasia brauchen wir also noch nicht. Wäre auch nicht vom Vorteil zum jetzigen Zeitpunkt. Denn dann würde ich mir selber Mana abziehen. Durch meine Minion-Hits, die ich nicht kontrollieren kann. Okay, gehen wir auf Versand. Dann ziehen wir Lila weiter hoch. Okay. Jetzt könnten wir praktisch Rot verschwinden lassen. Das machen wir auch. Der Nebel ist kurz vorm Auslösen. Schade, jetzt kann ich da wieder nichts reinspielen. Wenn ich jetzt den lilanen Diamanten benutzen würde, dann ja, aber das geht dann auch in Catmon rein. Das will ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Also spielen wir gelb. So. Mindless Attack ist aktiv, Rigard ist in Anführungszeichen resistent gegen Silence. Ja, zweiter Charge, wir spielen gelb. Mal gucken, wo jetzt Mindless Attack hingeht. Auf gar keinen, okay. Alles klar, wir dispellen uns Buffs ab. Wardles auf Hänsel. Minions brauchen wir nicht. Wir spielen grün, damit wir gelb in gelb reinspielen. Dann haben wir natürlich eine Combo. Wir haben hier Schaden, also gehen wir auf Rigard. Silence ist egal, ob das klappt oder nicht. So, dann spielen wir so, ziehen gelb also weiter hoch. Und dann kriegen wir Anastasia wieder in den zweiten Charge. So, vielleicht kommt gelb sogar nochmal nach. Jo, sogar 3 Steine direkt. Alles klar. Zweiter Charge von Anastasia und Waddles beendet das Match. Okay, weiter geht's. Ja, wir haben hier wieder lila Steine, was bedeutet, ich kann hier gleich Überheilung generieren durch Rigard und Kitty. Ja, spielen wir erstmal lila, das geht in gelb. Okay.
Wir haben ein weiteres gelbes Match. Das spielen wir auch. So, Captain löst aus. Es bleibt nicht aus. Definitiv nicht. Wir werden hier die Minions mitnehmen. Da uns erstmal gelb fehlt. Und Catmon wird sogar nochmal auslösen. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber kann ich nichts gegen machen. Und wieder auf dieselben. Oh Mann, ey. Da, wie ich das liebe. So, wir haben hier gelb. Wir haben hier gelb. Das ist das, was wir wollten. Ja, Sieger ist down. Das ist nicht das, was wir wollten. Unser nächstes Match wäre dann ja auch wieder lila. Und wir haben nur einen Auto-Attack. Also silenzen wir die Mitte. Die Mitte ist im Silence. Wir spielen lila, gehen nicht auf Kitty. Natürlich gehst du auf Kitty. Lieber Gott. Buffs ab. Wir haben nochmal gelb. Wir müssen Catmon eigentlich wegbekommen. Wir spielen hier gar nichts. Wir holen uns die Minions wieder von Anastasia. Okay. Lee Xiu wird nämlich gleich auslösen. Und Catmon lebt immer noch. Das ist das Schlimmste. Wie lange haben wir The Fleck noch? Zwei Züge. Und die haben das einen Zug. Ja, wir werden Catmon hier killen. Ich kann nicht riskieren. Haben so viel Blau, ey. Die Frage ist, da sind so viele. Nee, ich kann nicht auf Catmon gehen. Das wäre verschwendet. Machen das jetzt so. Und dann lassen wir hier Blau direkt verschwinden. Okay. Dann spielen wir die Combo aus. Das war gut. Das war wirklich sehr gut. Ja, stört halt immer noch das Board, ne? Das so brutal behindert gemischt ist halt. Gut, spielen wir so, dann haben wir ein gelbes Match in Rieger. Der hat ja noch einen Death Down. Da können wir reinspielen. Hat leider aber auch nicht gereicht. War aber auch zu erwarten. Dann spielen wir in Lee Xiu rein. Wir müssen halt jetzt Mindless Attack folgen, ne? Ist ja klar. Jetzt. Ja. Oh boy. Gut, wir kriegen Wardles jetzt durch Anastasia an. Wir haben auch ein gelbes Match. Oh, die Minions müssen wir mitnehmen, ist ja klar. Nein, es hat nicht mal gereicht. Oh, nein. Sieger darf nicht heilen. Gormek darf aber auch nicht auslösen. Wird er aber auch nicht, wenn wir nur gelb spielen. Gelb wird Lee Xiu nicht killen. Also die Seite Silence, wir spielen gelb. So, dann kann Wardles auf Gormek. Dann können wir den lila Diamanten spielen. Dann haben wir auch Kitty wieder ready. Wir spielen weiter in Lee Xiu, die wird jetzt sowieso sterben. Okay, das sieht gut aus. Ja, dann spielen wir das so, dann trifft ein gelber Stein jetzt gleich Gormek. So, wir tasten uns langsam wieder zurück. Alles klar, Kitty an, Anastasia.
Und jetzt kann ich hier nichts mehr machen auf der rechten Seite. Oh, boy, Alter. Es ist doch unglaublich, ey, wieder. Es ist viel zu krampfhaft hier. Wir ghosten gelb. Weg von Gormack, ey. Krass. Okay, nochmal ein harter Brocken als letztes Match. Wir spielen mit Rot. Das tue ich mir nicht mit Gelb an. Ein rotes Match haben wir. Wir haben ein lila Match. Das geht sogar in Grün. Damit ziehen wir sogar den roten Stein hoch. Und den lilanen gleich mit. Okay, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ja, ich müsste jetzt eigentlich unten rechts das Match spielen. Sonst ist der Stein da tot, der ist verloren. Also spielen wir den auch. Dann ziehen wir mal den Stein auch weiter hoch. So. Die wird jetzt gleich auslösen, ne? Also spiele ich hier die Combo. Ich muss den Stein da liegen lassen, das geht nicht anders. Wir haben Annabelle, also es ist alles in bester Ordnung. Wir müssen halt jetzt den Stein da etwas höher ziehen. Die haben jetzt schon 100 mehr. Die haben jetzt schon 100 mehr. Ja gut, wir spielen hier in Capmon rein, damit ich halt so zusammenbekomme, ne? Okay. Alles klar. So, jetzt müssen wir auf Reset gehen. Ja. Das geht nicht anders. Und dann werden wir natürlich in Catmon via Rot reinspielen. Itam ist natürlich jetzt sehr, sehr wichtig eigentlich. Okay. Dann spielen wir Rot. Er ist down. Wir gehen mit Itam auf den anderen Catmon. Und dann spielen wir auch in die Mitte rein. Sie wird sowieso gleich wieder auslösen. Dann kann ich das auch jetzt machen. Okay. Kein Silence für mich. ...486 Leben, Alter. Und Junite kickt mir jetzt einen raus. Ah, ich bin doch so tot, Alter. Das ist lost, würde ich mal sagen. Zu wenig an Lila. Jetzt haben wir hier ein bisschen Rot, aber verdammt, ey. Der Attack ab, verdammt nochmal. Ich hab noch einmal Rot, aber ich kann jetzt Rot nicht spielen. Wenn Li Xiu jetzt auslöst, ey, dann ist Ende. Und die überlebt das auch noch ganz knapp, ey. Ach, Mann. Ja,
Ich würde sagen, wir spielen da rein. Lila. Ah, schade. Das wär's gewesen, Alter. Hätten wir das bloß verhindert. So. Lixiu hat noch nicht ausgelöst. Die Frage ist, wo geht Capmon hin? Auf meine. Ja, okay, das ist verloren. Alles klar. Alles klar. Ja, wir sind bei. Ach, wir sind. Ich hab die nicht tot bekommen, Alter. Na gut. Ja. Dann würde ich sagen, Doppelbreaks wie immer for the win. Ganz klar. Aber auch sehr gute Truppen, ne? Das ist Fakt. Das ist Fakt. Ja, mein zweiter Lose. Meine Verteidigung ist auf C gerutscht. Da machen wir uns aber nichts draus, denn es ist Buff Booster. Die optimalen habe ich dafür nicht. Ja, danke fürs Zuschauen und bis morgen, Leute.